5, 4, 3, 2, 1. Round 1. Oh, capture. Willkommen bei Overwatch in der Schnellsuche. Heute als Contact. Push on. Audio medic. You feel that? Vincent, ja, jetzt komm her. Oh, ich höre ein Bestchen. Okay, hat sich erledigt. Don't worry, my friends. I am your shield. So. Oh, yeah. Oh, turn it up. Yeah. Heute Lucy aus besonderem Anlass. Vielleicht sieht man das, wenn man mal auf meine Waffe guckt. Let's get patched up. Na, komm mal her, komm her, komm her, komm her. Oh nein. Ich hab eine goldene Waffe für Lucy. Check this out. Warum? Weil ich ihn am coolsten finde. Oh, hey, hey. Schade. Ja, ein bisschen länger hätte ich den Roadhog auch noch, dann hätte er mich wahrscheinlich wieder runtergezogen. Ja, den Lucio, der Charakter, mit dem ich am meisten Spaß habe. Okay, eine goldene Waffe, endlich. Ja. Ich habe meine Keybindings, wie man sieht, vielleicht auch etwas verändert. Ceiling boost. So dass ich mich erstmal an die Keybindings noch ein bisschen gewöhnen muss. Oh, excuse me. Go to sleep. Move to the beat. Sehr guter Start. Hat die Mercy, ist Battle Mercy jetzt. Helden sterben nicht. Sweet Boost! Oh, irgendwas kommt. You having trouble keeping up? Ich habe noch Probleme, bei Lucy am meisten Probleme, Kills zu machen. Score 1-0. Und manchmal funktioniert das mit dem Wallriden nicht. Let's up the tempo. Du bist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Smooth. There's nothing I haven't seen. Ja. Stick together. We will complete our mission. Yeah, time to heal up. Hello. Ach ja. Hey, salute you. I'm sorry, Reinhardt. After everything that happened. La la la. Ich spiele inzwischen sehr relativ viel ranked, wenn man also im Vergleich zu den anderen Seasons. Vorzugsweise mit D.Va. Tatsächlich. Weil mit D.Va habe ich die meisten Erfolge. Feel the healing beat. Nein. Es ist nicht mehr so einfach hochzukommen. Ich weiß nicht, ob die da irgendwas am Wallride verändert haben. Hey. I feel great. Heilung! Hello! Let's up the tempo! Ouch! My ultimate is charging! Turn it up! Check this out! Ich komme auf jeden Fall nicht mehr so hoch. Ich weiß nicht, vielleicht ist es eine Geschwindigkeit, weil die Geschwindigkeit wurde erhöht. Vom Wallride. Und manchmal klappen auch so solche Sachen nicht. Ich treffe gar nichts. Speed boost! This is gonna make you feel better. Ja. You feel that? Healing boost. Oh Mann. Irgendwer schießt hinter mir.
Baby Paula. Ja, die war in einem, das war letzten Mittwoch, habe ich 58 Kills gemacht. And the beat goes on. Wie viel war das? 18.000 Schaden so ungefähr. Voll geil. Und das, 8 Spiele habe ich gespielt und 7 davon habe ich gewonnen. Bin dann von 2,230, 2,40 ungefähr auf 2.400 gekommen. Yeah, let's move it, people. Oder waren es 2.100? Jemals war das relativ gering, also von Low Gold auf High Gold. Let's get you healed up. Ich mit mir. Hopp. Genji. Nein! Scheiße. Weil ich da nicht hochgekommen bin. I hope nobody saw that. Oh, you hear that? Round 2 lost. Score 1-1. Da habe ich, wenn man die Stats angesehen hat, habe ich. Es gibt ja so eine App, Overzoomo nennt sich die. Da werden die eigenen Werte halt verglichen mit Spielern, die mindestens 100 Spiele in der laufenden Ranglistensaison haben, mit dem gleichen Charakter. Sprich, relativ gute Vergleich. Und da habe ich an dem Tag mit der Diva auf dem Bereich eines Meisters gespielt. Und hab Master Schaden gemacht, ich habe Diamond Kills gemacht, ich habe Diamond Gnadenstöße gemacht. Ich habe Großmeister Waffengenauigkeit, lustigerweise. Kommst du nochmal hoch? This is gonna make you feel better. Nein. Push off. Ich hab ab. I am loving this. The pain is. Oh nein. Gerade jetzt, wo ich abholen wollte. Jedenfalls bin ich da ziemlich stolz drauf auf die Werte. Gut, die sind jetzt sehr weniger, weil ich die Tage nicht so gut gespielt habe. Ich habe den Tag darauf nur Diamant nur auf dem Diamantniveau gespielt. Und gestern, da lief gar nichts. Da bin ich wieder auf 2-3 gerutscht, von 2-4 auf 2-3. Insgesamt habe ich in den ganzen Spielen, die ich gemacht habe, nur 50 Punkte verloren, zum Glück. Zum Glück sind es nur 50, weil ich vorher war ich solo unterwegs. Da konnte ich die Punkte nochmal reinholen. Und hab dann im Endeffekt nur 50 Punkte verloren von den, das ist 10, 15 Spiele, die ich gespielt habe vielleicht. Komm her, Reinhard! Reinhard! Affe! Affe! Experience Tranquility. Der Affe ist sowas. Ich weiß nicht. Da wollte jemand mich einsleepen. Der Affe ist sowas von nervig. Ich weiß auch nicht. Ich bin fast nur noch. Es spielen so viele Leute nur noch den Affen. Es spielt kaum jemand. Also das ist. Der ist mindestens in jedem Spiel dabei gewesen. Hä? Oh, let's break it! Damn! Hey, you sterben nicht! Yeah, time to heal up! Ich hau ab. I am loving this! Feeling Feeling powerful! Ich nicht, bitte, ich nicht. Weg! Just in time! Danke. Sonst bin ich jetzt immer der in Roadhog. Und Roadhog habe ich gespielt. Roadhog in dem, da war ich wohl so gut, da war ich ziemlich gut drauf.
Da habe ich auch Roadhog auf Meisterbereich gespielt, lustigerweise. Und aber nur ich war eine Minute habe ich gespielt, weil es ging nicht voran. Wir konnten, es hat konnten zu wenig Schaden. Dann habe ich Roadhog genommen. Und innerhalb von einer Minute hatte ich meine Ult. Und hab dann die Leute da alle weggeklatscht. Und den habe ich gestern auch nur auf Platin-Niveau gespielt. Move to the beat. Und naja, jetzt habe ich mir ein paar Videos mal geguckt von einem, der hauptsächlich Diva spielt, da ich das in einer Gruppe, die Diva bin, also spiele, nicht bin. Raising the volume. Join me. Thank you. The enemy is here. Tactical visor activated. Schade. Feel the real stab nicht. Experience tranquility. Und ich müsste mit Lucio noch mehr Kills machen. Also manchmal auch ich ganz coole Kills raus mit Lucio. Was? Das muss ich mal gucken. Alter, ich war gar nicht mehr im Sichtbereich und trotzdem hat er noch getroffen. Hello. The enemy is here. Let's get patched up. Hello. Victory. Und ja, jedenfalls bin ich total stolz drauf. Jetzt bin ich der Diva-Main in der Gruppe, in der Rank-Gruppe. Ja, läuft ganz gut. Im Moment sind meine Handy hier. Heroes never die. Im Moment habe ich mein Handy hier. Overzumu Rebavil. Nein, ich bin hier aus. Und zwar gucke ich hier mal in den Statistiken. Competitive. Saya Gold, Lucio Gold 3. Diva spiele ich im Moment nur, habe ich gestern nur auf Platin 4 gespielt, also kurz vor Diamant. Excellent. Ich habe Meister Damage, ich habe Platinum 2 Eliminierung mit 3,93 pro Leben, 1,42 Final Blows, Platinum 3, 42,6% Weapon, also Waffengenauigkeit, Großmeisterniveau, fast am Ende sogar. Dann aber nur Platin 3 kritische Treffer, da war ich auch besser, da war ich auf Diamant vorher. Und Damage Blocked ist auf Mars. Also was geblieben ist, ist der Schaden, den ich gemacht habe. Die Waffengenauigkeit ist geblieben und der geblockte Schaden ist immer noch auf Meisterbereich. Auch wenn der Schaden, ich habe es verglichen, ich habe Fotos gemacht, der Schaden ist um 200 Schaden weniger, das ist also nicht so viel. Ich glaube, Damage Blocked ist auch so um die 200-300 weniger. Waffengenauigkeit ist halt so geblieben. Also, was sich also halt gestern verändert hat, ist wirklich nur die Kills. Das war so beschissen. Jeder hat so einen beschissenen Winston immer dabei. Und mit seiner blöden Bubble. Kriegst du nicht. Die Bubble kriegst du nicht so schnell down, weil dann heilen die sich. Die heilen sich dann hoch, die Leute, und dann der Schaden geht dann die ganze Zeit in dieses Schild rein. Das ist echt frustrierend manchmal. Wusstet ihr, dass man an solchen Punkten bei Lucio diese hochsliden kann, wenn man einfach nur zurückfällt und springen drückt? Da gibt's ein paar Orte. Auf Legion Tower kenne ich einen, aber ich weiß noch nicht, wie man hinkommt. Also ich hab's schon gesehen. Das ist das Wallride, muss ich noch ein bisschen üben. Manchmal, das funktioniert manchmal nicht. Also gefühlt hat das vor dem Lucio-Patch besser funktioniert. Naja. Ah, eine Symmetra. Naja, deswegen war ich dann irgendwann so frustriert gestern, weil es mit Diva nicht so funktioniert hat, wie ich es gerne hätte. Hab dann Roadhog genommen.
musste teilweise, war ich dann gezwungen. Oh, los, rein! Seht ihr die Bubble? Die hält so viel aus. Oder das Schild. Ja, es ist... Jetzt haben sie ein Sandwich mit mir gemacht, da, diese Schweine. Ah. Yeah, let's pick it up. Das Strafen, das habe ich auch noch nicht so drauf. Wenn man einen Strafe-Jump macht, dann hört sich ja die Geschwindigkeit. Wie auch immer der mich da gerade gekriegt hat. Das gucke ich mir mal an. Okay. Wenn ich sowas mache, kriege ich die nie. Da habe ich auch Road Dog gestern gespielt, das war auch so scheiße. Da habe ich eine, wo ist er denn überhaupt? Eine Saya habe ich verfolgt. Ich habe die gehuckt, Headshot gemacht. Yeah, time to heal up. Gehuckt, Headshot gemacht, da war die noch nicht tot. Ich hab sogar mit meinem Hook auch noch zugeschlagen und getroffen. Die war nicht tot. Und bin dann hinterher. Und dann ist kommt so eine scheiß Orisa an und setzt mir da so ein scheiß Schild hin. Und dann läuft die Saya da hinten rum und rettet sich noch, dann wird die noch geheilt so vom Lucy noch ein bisschen. Und ja. Hab dann am Ende ist die da mit 50 Leben oder so davon gekommen, weil da habe ich mich so aufgeregt. So. Genji is with you. Taking the point. For your own safety, get behind the barrier. Get back. Oh. Nee. Oh. The core teleport. Accelerate. Ah, enemy contact. Rains from above. Grounded. Depth is this. Healing enough. Oh. Heal up. Und ich finde, die Geschwindigkeit ist irgendwie viel zu groß. Also ich kann ihn nicht kontrollieren. Audio-Medic! Oh, let's break it! Damn! Move to the beat! Und dann hat man ein Spiel mit der Gruppe. Das war auch ziemlich beschissen. Ich hau ab. This is gonna make you feel better. Push on. Das war auf Eichenwalde. Da sind sie durchgekommen, als wir mit Verteidigen waren, und dann mussten wir angreifen. Und dann haben die sich eine Bastion gebaut. Also wirklich, da haben sie wirklich Bastion Bastionen. Das ging überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, was man da machen muss, aber das muss auch irgendwie verändert werden. Das ist keine Chance. Die haben. Yeah, let's move it, people. Die hatten Reinhard mit dem Schild, die hatten eine Orisa mit dem Schild und die hatten eine Symmetra mit dem Schild und ein Bastion. Und dann standen die ganz hinten auf dem Punkt, nicht da vorne am Chokepoint, wo man so normalerweise steht, sondern halt 60 seconds remaining. Da hinten beim... Let's get you healed up. Verschwindet. Oft bleibe ich auch hängen, das ist so ärgerlich. Und dann haben die... Dann war das Reinhard-Schild da. Dann war davor die Orisa-Schild. Und dann hat aber so nochmal die Symmetra ihr Schild da. Du bist nicht durchgekommen. Du hast keine Chance. Der Bastion stand genauso, egal wo du da warst. Der Bastion hat immer zu dir geguckt. Du hast alles weggerotzt. Du hast keine Chance, die haben sich da so eingemacht. This is gonna make you feel... Das ging, also das ist wirklich... Also ich keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was man da jetzt hätte anders machen können. Push on. Oh. Turn it up. Ich weiß nicht, was man da hätte anders machen können. Ich habe halt schon die Schule Diva gehabt, die dann halt die ganzen Schüsse vom Bestien abgefangen hat. Aber du bist nicht durchgekommen. Ich glaube, wir waren einmal auf dem Punkt.
Das ist... Ich weiß nicht, wenn ihr da Ideen habt bei einer Sondersituation, das war ja wirklich eine extreme Situation. Das waren wirklich diese Schilde. Der hätte ich rausrennen müssen. Das war so eine extreme Situation. Du hast keine Chance gehabt. Keine Chance. Weil die auch wirklich drei Schilde hatten. Selbst wenn ein Genji hätte, der den Schein reflektiert hätte, wäre das gegen entweder gegen Symmetra-Schild geprallt oder gegen den Risa-Schild oder gegen den Reinhardt-Schild. Du hast keine Chance gehabt, da durchzukommen. Du konntest auch nicht, ich habe versucht zu flankieren oder so. Da ging nicht, du bist nicht durchgekommen. Haben wir verloren.